wollen, dass wir diese kleine Runde wenigstens ganz. Nach den Revolutionen von 1989 und in den darauffolgenden Transformationsjahren wurde der Wiederaufbau der Zivilgesellschaft zu einer wichtigen Prämisse. Stiftungen gelten hierbei als wertvolle Akteurinnen und Kooperationspartnerinnen, die über die rein finanzielle Förderung hinaus als Ideenschmieden und Kommunikationsplattformen zu einer demokratischen Zivilgesellschaft beitragen. In der Veranstaltung »Stiftungen als Motor von Zivilgesellschaften« haben deutsche und tschechische Experten und Expertinnen die zukünftigen Herausforderungen und Chancen der Stiftungsarbeit in der Elbe-Laber-Region diskutiert. Also das Kollegium Bohemicum ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die ansässig ist in Ústí nad Labem, Aussig. Sie existiert seit dem Jahre 2007 und ist in drei Bereichen eigentlich tätig. Der wichtigste ist der Kulturbereich, wo wir ein Museum der Deutschen in den böhmischen Ländern eigentlich herstellen. Also wir ziehen in das Museumsgebäude im nächsten Jahr hin und werden die neue Dauerausstellung im Jahre 2012 eröffnen. Und wir machen darüber hinaus eine Reihe von deutsch-tschechischen Kulturveranstaltungen. Also unsere Aufgabe ist es, die deutsche Kultur in Nordböhmen präsent zu machen und das aktuelle Deutschlandbild zu vermitteln. Dann machen wir eine Reihe von Projekten im Bildungsbereich. Es geht in erster Linie um historisch-politische Bildung. Viele von diesen Projekten sind auch grenzüberschreitend. Und der dritte Bereich ist Forschung, wo wir Forschungsstipendien an Doktoranden verteilen, die sich mit deutsch-tschechischen Themen befassen. Also die eine Sache ist, dass das Collegium Bohemicum sich auch als eine Einrichtung versteht, die ein Fenster aus Tschechien oder Nordböhmen nach Deutschland, nach Sachsen eröffnet. Und so machen wir eigentlich viele unserer Projekte mit unterschiedlichen deutschen Partnern. Und das ist etwas, was für uns eigentlich selbstverständlich ist. Deswegen sind wir offen, bekommen viele Anfragen und sind immer gerne offen für grenzüberschreitende Projekte, wenn sie mit unserer Zielausrichtung zu tun haben. Und mit dem Thema Bürgerinitiative ist es eben der Fall, weil wir sehr stark in Tschechien politische Bildung versuchen wollen zu etablieren. Das ist ein neuer Bereich in Tschechien. Diese Reihe betrifft eigentlich die ganz aktuellen Themen der notwendigen Zusammenarbeit in Bereichen wie Umweltschutz oder Entgegenwirken gegen Rechtsextremismus und so weiter. Und das sind dann Themen, die wir selber auch bearbeiten. Und es macht auf jeden Fall Sinn, sich da über die Grenze auszutauschen. Hierbei stand besonders das Beispiel der Bürgerstiftungen im Vordergrund, die sich nun auch in Tschechien etablieren. Eine Bürgerstiftung ist eine unabhängige, gemeinnützige Stiftung, in der Bürger und Bürgerinnen Zeit, Mittel und Ideen einbringen können. Mit einem möglichst breiten Stiftungszweck engagiert sie sich nachhaltig für das Gemeinwesen in einer bestimmten Region und ist in der Regel fördernd und operativ für alle Bürger und Bürgerinnen ihres Einzugsgebietes tätig. Sie unterstützt mit ihrer Arbeit bürgerschaftliches Engagement. Ja, wir sind natürlich sehr klein angefangen. Keiner kannte diese Art von Stiftung und haben auch selber erstmal experimentiert, was man da machen kann. Aber inzwischen sind die Bürgerstiftungen ja insgesamt also ein Segment in der Stiftungslandschaft, was zahlenmäßig zumindest das größte ist. Wir weit größere Erfolge gehabt haben, war eigentlich Leute zusammenzubinden, die Ideen haben, die auch bereit sind, sich zu engagieren. Das war ja früher völlig undenkbar, dass Menschen, die vielleicht 2000 Euro übrig hatten, irgendeinen Einfluss auf ein gemeinnütziges Projekt nehmen konnten. Die konnten einmal eine Spende geben und dann war es das. Und dadurch, dass sie langfristig als Stifter auch ihr Geld gebunden ist und sie Regeln aufstellen, Schwerpunkte setzen, sind auf einmal also auch wenig vermögende Menschen in der Lage, Stifter zu werden. Und auch ein anderes Selbstbewusstsein zu bekommen, dass man also auf diese Weise auch wirklich was bewegen kann. 200 Dresdner bewegen dann genauso viel wie ein Großstifter, wo ein Unternehmen dahinter steht. Wir haben Stiftungen, die sich um das Osterzgebirge kümmern. Und das geht ja auch in Tschechien weiter. Also da gibt es also wirklich schon mal natürliche Themen, die
über die Grenze hinweggehen. Und ich denke, je mehr die Regionen zusammenwachsen werden, desto mehr werden auch die Stiftungen kooperieren. Ich denke, das wird sich also mit der Zeit normalisieren. Da wird das genauso üblich werden, über die Grenze hinweg sowas zu machen bei gemeinsamen Themen, als wie das hier inzwischen innerhalb einer Stadt schon normal ist. Engagement erlangt haben, dokumentiert werden. Die Idee ist also mit einer Stiftung sich da... Nadace v České republice jsou vlastně dány zákonem, který u nás funguje někdy od roku 98 a on vlastně stanovuje, že nadace jsou především účelová sdružení majetku. Vymezuje je od ostatních forem neziskových organizací, která jsou zpravidla sdružení lidí, ať už občanská sdružení, nebo i v případě obecně prospěšných společností tomu tak je. Nadací je vlastně v České republice k dnešku nějakých 450. Kromě toho máme také nadační fondy, ale ty nadace jako takové, to jsou právě sdružení majetku se zapsaným nadačním jměním. Musí mít každá nadace minimálně 500 tisíc korun a jenom tak pro zajímavost, těch 450 českých nadací dnes sdružuje majetek zhruba 5 miliard korun. Tak jsem reprezentant jedné z komunitních nadací a ač je nás, kteří se k tomuto konceptu dnes v Čechách hlásíme pouze pět, tak osobně v tom vidím budoucnost, protože ty subjekty, které chtěly zakládat, ty nadace, které se zakládaly za nějakým konkrétním účelem, myslím, už se sformovaly, ale ty komunitní nadace chápu především jako možnost se v regionech, v malých místech spojit aktivní lidi, které mají prostředky a aktivní lidi, které mají nápady a dát ty prostředky dohromady s těmi nápady, aby bylo vytvořeno něco užitečného a dobrého. Když se ptáte na to, jak je to s tím, jestli by mohly být více operativní i novela českého nadačního zákona tomu nahrává, aby se začalo více rozlišovat nejenom mezi náklady na poskytnuté nadační příspěvky a náklady na správu, ale vzniká vlastně ten nový pojem nákladů na programy nadace, nákladů na vlastní programy, v rámci kterých se dá právě zajišťovat ta aktivizace lidí, ať už na té straně těch, kteří mohou mít prostředky a mohou se zapojit do nadace formou ať už dobrovolné práce a nebo peněz, a na druhé straně těch, kteří budou mít ty nápady a díky té dobrovolné práci nebo těm penězům budou schopni realizovat úžasné věci, které se v těch daných místech uskuteční. To asi neumím říct na úrovni těch účelových nadací. Pokud bych mluvil o nadacích komunitních, ostatně jsme komunitní nadace, která jejíž území hraničí se Saskem. Já myslím, že potřebujeme slyšet tu poptávku. Tu poptávku buď od těch lidí, od těch potenciálních dárců, anebo od těch nadšenců, kteří budou mít přeshraniční nápady. Jestli nebudou na obou stranách hranice lidé, kteří budou chápat význam a prospěch z toho, že se budou vzájemně setkávat, realizovat společné projekty, tak s tím nadace sice může v osvětě něco udělat, ale podle mě velmi málo. Čili je to o aktivitě nás, lidí, kteří tu na obou stranách žijeme a kteří buď najdeme, nebo nenajdeme styčné plochy. Já jsem vášnivý inline bruslař a skoro každý pátek se od jara do podzimu tady v Drážďanech účastním večerního nočního bruslení. Už jsem zjistil, že to pořádá nějaké místní občanské sdružení a